Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Phasist Frontier. Wir sind dabei, hier unsere Gebäude hin und her zu schieben. Ein bisschen unkoordiniert manchmal. Da habe ich irgendwie nicht wirklich gepeilt, was da Sache ist. Aber... Ah ja, der hat ja seinen Radius, das ist gut. Können wir aber auch nochmal ein bisschen verschieben. So. Dass der da fischen kann. Und das hier kommt weg. Das soll da hinten hin und die Hütte soll dann hier hin und dann passt das hoffentlich alles wieder. Ah ja, Fleisch haben wir auch wieder genug. Muss man trotzdem nochmal... Oder Nahrung kann man genug, sagen wir es mal so. Kommen jetzt aber erst in den Winter, ne? Haben die schon wieder alles... abgebaut, die Jungs. Hier sind wir am Rande der Map, oder? Wenn ich das richtig sehe. Weiter geht's gar nicht. Umso weniger verstehe ich das mit meinem Eisenproblem. Da muss doch irgendwo Eisen sein. Drei neue Dorfbewohner zugewandert, zwei neue geboren. Ja, umso rätselhafter wird das wirklich mit dem Eisen. So, dann besorgen wir uns nochmal ein... Ah ne, wir haben ja eine Fischerhütte mehr, stimmt ja. Wieso hast du Räucherfleisch auf Lager? Und Seife? Okay. So, da ist die Fischerhütte, da können wir auch noch einen Weg hinmachen. So. Da kannst du dann fischen. So, und dir fehlen Bögen. Arbeitsrate. Der ist halt sehr weit weg, ne? Kann der auch hier Unterkunft haben? Fischer, Arbeiter, Arbeiter. Ich würde hier auch nochmal fast ein Lager hinbauen, oder? Lagerhaus. Rübenkeller. Machen wir hier nochmal ein Lagerhaus hin. So. Das ist ja kein Fehler. So, was haben wir da? 27.
18. 29. Nahrungsvorräte sind knapp. So, brauchen wir da sowas noch hin. Und gucken mal, der angelt, das ist schon mal gut. Ach, das ist eine Sammlerhütte, sehr gut. Der hat sein Sammlergebiet dort. Brennholz ist knapp. Alles ist knapp. So, baut da mal ab. Brauchen wir noch eine weitere Brennholz. Wo haben wir denn überall? Stapelplatz. Backsteine haben wir gar keine. Fässer erhöhen die Lagerkapazität. Achso, Fässer müssten wir ja jetzt dann auch herstellen, ne? Zwei Fässer hast du produziert. Kann ich definieren, wo die eingesetzt werden? Nö. Gebäude von Weizen und anderem Getreide. Achso, ich wollte ja. In der Jahreszeit sind wir gerade noch. Futter ist knapp, nicht genügend Futter für den Winter eingelagert. Brennholz ist knapp. Alles nicht gut. Alles nicht gut. Das ist einfach eine Hütte. Ich habe aber doch auch noch eine Fischerhütte, oder? Genau da. Der angelt dort. Der angelt auch. Ah, und der jagt doch wieder. Sehr gut. Der hat wieder... Kann derzeit nicht verbessert werden. Verbesserungsbedingungen haben wir aber doch erfüllt. Achso, ich wollte wegen Brennholz gucken, ne? Wo haben wir denn die Spaltplätze? Die sind zu zweit. Können wir nicht verbessern. Hier sind auch nochmal zwei. Ich glaube, wir brauchen noch ein Brennholzlager. Das machen wir hier vielleicht dann hin. Ressourcen. Macht das Ganze eher unattraktiv. Aber der Radius ist sehr klein. Dann gucken wir, dass wir irgendein Wirtschaftsgebäude daneben packen. Nutztier geboren. Und im Jahre 15 sind wir. Das ist schon mal gut. An Cholera erkrankt. Aber wir haben ja einen Heiler. Mach deinen Job. Heil du. Oh ne, du nicht. Du. Du darfst heilen. Verkauft Schlangenöl. Ja, mach das. Stadtzentrum Stufe 3. Da haben wir, sind wir noch ein bisschen von entfernt, ne? Die 150 Dorfbewohner fehlen. Ansonsten haben wir alles. Und das kostet richtig... Geld. Wobei das
kriegen wir zusammen. Muss repariert werden. Machen die das von alleine? Sieht so aus. Sie scheinen es nicht reparieren zu können. Jährliche Steuern eingenommen, das ist gut. Nicht genügend Futter für den Winter eingelagert. So, hier können wir jetzt dann auch... Da haben wir Weizen, Roggen. Da würde ich auch nochmal Weizen. Wie entferne ich das denn? Nein, das Feld will ich nicht entfernen. Ich will nur das da entfernen. Das doch schon irgendwo rausgefunden. Ah, da. Da war das. So, dann machen wir das so. Dann haben wir da Weizen, Roggen, Weizen und zwischendrin die Sachen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Neuer Händler ist eingetroffen. Aber dann gehen wir doch mal gucken, was der so zu bieten hat. Verkauft Korbwaren. Ne, kauft er nicht. So, muss dann erstmal anwählen. Seife würde er kaufen. Bretter, er kauft Kohle, sehr gut. Können wir auch nochmal... rüber tun. Bretter, Eisen verkaufen. Eisen könnten wir aber kaufen. Wobei mit 54 Eisen sind wir, glaube ich, erstmal ganz gut bedient. Überdurchschnittlicher Preis. Ne, dann sowieso nicht. Steine sind gerade unterdurchschnittlich. Haben wir aber eigentlich auch eine ganze Menge, ne? Das ist gerade überdurchschnittlich, dann lassen wir das. Kettenhemden brauchen wir eher nicht. Ja, okay. Dann kann ich dem das gleich noch verkaufen, wenn ich dran denke. Da wird auch Weizen angebaut. Dann würde ich hier das aber auch mal so machen. Dass er da nochmal Karotten könnten wir davor anbauen. Das ist, glaube ich, besser. Haben wir das so. Was haben wir da? Ja, das ist okay. So, dann kann ich hier gerade nochmal gucken. Können wir den verkaufen? So, einiges an Kohle verkauft. Benutzen die eigentlich nicht zum Heizen? Holzkohle anstelle von Kohle kann bei Bedarf Holzkohle verwendet werden. Um diese in diesem Gebäude werden Werkzeug benötigt. Ach so, statt Kohle kann ich auch Holzkohle verwenden. Okay, wo brauche ich denn Kohle? Für eine Schmiede wahrscheinlich, oder? Rüstungsschmiede. Dafür bräuchte ich das. Benötigt, genau, die benötigt Kohle. Aber ich brauche ja keine Rüstungsschmiede.
Die Häuser heizen nicht mit Kohle, ne? Eisenmine produziert direkt Eisen. Sehe ich das richtig? Oder brauchen wir dann Möbelwerkstatt? Zwei Bewohner fehlen uns, by the way, noch. Eine Gießerei. Die produziert erst Eisen. Ziegelei, aber das können wir alles erst bei Stufe 3 machen. Brauchen wir aber noch ein paar Bewohner. Zwei Stück noch. Vorher klappt das nicht. Naja, Häuser haben wir genug, das ist schon mal gut. Ah, wir haben ein Fass. Sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. So, eventuell können wir... Ne, wo haben wir denn die... Das ist eine Räucherei. Ach so, die Dings habe ich schon versetzt, ne? Den Sammel... Sammeldings da. Ich erinnere mich. Nahrungsvorräte sind knapp. Aber das gegen die Rehe scheint das jetzt geholfen zu haben. Das ist schon mal gut. Oder? Ja, gegen die Rehe hat es geholfen. Sehr gut. Die trauen sich da nicht rein. Da müssen wir hier vielleicht nochmal mehr abzäunen. Dann könnte man hier nochmal ein Feld hinmachen oder so, dass wir noch mehr Getreide kriegen. Ich glaube, das machen wir auch. Mauern und Straßen, genau. Palisade brauche ich nicht. Zaun reicht. Den machen wir dann. Machen wir dann hier so. Wo ging denn hier der Weg lang? Ups. Ja, die soll weg. Die soll weg. Den Weg würde ich hier mal weiterziehen. So, dann kann da nämlich ein Tor hin. Und hier können wir mit unserem Zaun mal weitermachen. Den würde ich dann erstmal hier lang ziehen. So. Können wir bei Gelegenheit auch noch wegmachen. So, 7 Menschen, jawohl, nehmen wir auf. Und damit haben wir Stufe 3, die wir aktivieren können. Geld fehlt noch, ne? Nächste Stufe, aktuelle. Verbessern, wir brauchen das Geld noch. Oh, da haben wir Kohle. Händler sind alle weg. So, okay. Jetzt können wir verbessern. Sehr schön.
Und auch das wird verbessert. Dann haben wir Stufe 3 und dann können wir mal die ganzen Ziegeleien und sowas. Ziegelei und Gießerei und das ganze Tralala machen. Ich habe zwar immer noch keine Idee, wo ich Kohle und sowas finde. Vielleicht kommt das ja hier irgendwo. Weil hier war nichts. So, das Weißdorn. Zumindest von den Markern hier ist nichts. Und hier ist die Map zu Ende, wenn ich das richtig sehe. Holz und Stein dürfen sie abmachen, wenn sie denn wollen. Nahrungsvorräte sind knapp, ja. Ich brauche vielleicht nochmal eine Sammlerhütte. So, die können dann hier nämlich gut sammeln. Da ist viel Zeug. Der produziert ordentlich Fisch, das ist gut. Lagern die eigentlich Fisch auch ein? Je nachdem brauchen wir nochmal eine Räucherei oder sowas. Zehn Plätze haben wir noch. Das ist ein Haus, sehr gut. Da haben wir die Aktivität erreicht, da fehlt noch. Können wir hier vielleicht auch noch ein bisschen Deko unterbringen oder sowas? Machen wir noch so Gärten hin. Oh, das sieht schön aus. Ich mag das. So. Wie ist denn eure Attraktivität? Nicht gut. Gar nicht gut. Können wir drei solche hinmachen, dann sollte das einiges an Attraktivität erhöhen. So, was macht unser Gebäude? Wir sind noch kräftig dran. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Zeit ist nämlich schon wieder um. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht hat mir bis dahin noch jemand von euch verraten können und ich habe es auch lesen können, wie es denn mit der Kohle und dem Eisen und so funktioniert. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.